Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück bei unserem Book of Demons Let's Play. Ich bin der Daniel, ihr seid bei Alles Furchtbar kommentiert und ja, wie beim letzten Mal schon besprochen, versprochen, wie auch immer. Es geht weiter zum zweiten Teilrun in die Katakomben zurück, nämlich, ja, wir haben so ein extra großes Dings hier angestoßen. Ach Gott. Man kann hier... Das wusste ich jetzt ja gar nicht. Ach du liebes... Ach je. Okay, wir gehen mal rein hier in den... Meine Güte. Ich habe mit allem gerechnet, aber das war jetzt irgendwie so ein... Ja, probier's mal aus. Hoppla, macht der was. Ja, ich hätte mich vielleicht dann nicht so... Ach komm, wieso... Was bin ich denn da so veraltet drauf hier? Was bist du denn? Hoppala! Okay, das wäre fast ein Tod gewesen. Okay, die sind ja krass drauf. So, die Männer müssen wohl doch ein bisschen aufpassen hier. Noch einer. Ob das mit dem Herzen besser gewesen wäre? Wenn wir zielen, sind wir auf jeden Fall besser hier. Ah, komm. Ist aber auch mal gut hier. Moment mal, diese Feuerkegel haben jetzt so einen roten Rahmen drum herum oder so einen grünen. Könnte es sein, dass ich immun dagegen bin? Durch die Stiefel. Piratenspinne? Ich habe nicht mal, das ist nicht so gefährlich. Brauche ich ein bisschen mehr Feuer hier? Ah, kann das noch nicht überleben? Kleiner Piratenspinnchen hatte keinen Hauch einer Chance.
Bei denen sieht das schon anders aus, die machen eigentlich dermaßen Schaden. Da muss ich echt gucken, ob ich vielleicht gegen die Tische irgendwas tun kann zukünftig. Setzt mir nämlich gerade ordentlich zu, wenn da zwei auf einmal spawnen. Einer lang geht ja noch, aber zwei ist dann halt echt schon heftig. Aber das seht ihr ja alles. Ein Helm. Er lädt angesammelte Energie als elektrische Ladung. Aha. Okay. Wie das wohl funktioniert? Müssen wir dann wohl hier noch runter? Das sieht gut aus. Das ist wieder eine magische, nicht identifizierte Karte. Ah, wenn die gestunt sind, dann werden die wütend. Ich muss ja gar nicht wissen, von wem sie auf die Glocke kriegen. Auch gut zu wissen. Level abgeschlossen. Nur Anzahl. Das sieht nach einem etwas längeren Gang aus. Und da unten sieht es dann. Ach je, also das übernächste. Dämonen? Müssen Dämonen aufs Klo? Ich glaube, sie pingeln doch in die Brunnen. Wer weiß, ob rot und. Naja, lassen wir das. Was sind das hier für ein Giftkänguru eigentlich? So, hier, was ist da? Okay, geht. Geht, ja. So kleine Imps, die auch noch explodieren in der Nähe. Na wunderbar. Ich bin mal gespannt, ob es dann irgendwann noch irgendwas gegen Elemente gibt. Erfahrener Exorcist im Herz. Hm? Okay. Komm, hier. Krognokas der Kranke. Was zum Geier macht der da? Feuer. Hoppla, das ist eine Spinne. Ich sollte noch das erst wegmachen. Der Kassel später, ne? Ach. Was? Wo hat er? Oh oh. Wo bist du denn? Oh.
Followings. Meins? Ja, halt, dann ist schon wieder krass. Der hält halt ein bisschen was aus. Also, die können wieder nicht, wenn er gerade noch nicht irgendwie komische Sachen macht. Also, machen wir eben hier, na klar. Ding, ding, ding. Ist das eine epische Mondrune? Ich dachte, wenn wir die aufnehmen. Ja klar, die normale war ja auch drin. Dann gibt es halt quasi die anderen Varianten davon. Haben aber noch ein bisschen was hier zu suchen. Da hinten schimmert schon wieder so blau. Ob da noch? Ja, da ist noch so ein kleiner Boss, ne? Ja, da ist noch so ein Boss. Dann hat das Level hier zwei Bosse sogar. Eis mit Blechgeschmack. Boah, das macht Sinn. 54 mittlerweile. Epische Mondrune. Das Glück ist mir hold. Der schluchzende Magier. Ja, schluchzen wir da gleich. Muss ich vielleicht doch mal ein paar Meter zurück. Ich finde die Sachen immer so von den Geistern im Holz, oder? Und wieder eingefroren. So, nächste Phase. Gleich wahrscheinlich, wenn ich nochmal einen auf die Mütze geben habe. Ja.
für jetzt. Jetzt muss ich wieder in die Nähe sein, damit ich den Schaden zukriegen kann. Na gut. Wieso verfehle ich den denn die ganze Zeit? Na ja, gut, jetzt steht er im Feuer. Das Feuer auch verfehlen kann. So, ich glaube nur. This! Alter. Das war kein guter Zauberer. Oh! Freunde der Sonne! Ein Hinterhalt. So, was finden wir uns jetzt in dem Level noch? Eigentlich dürfte es ja gar nicht mehr so viel sein hier. Jetzt machen wir erstmal hier den Brunnen da hinten noch leer. Dann schauen wir da mal. Oh, hm. Fünf. Ah, ne, das war mein Herzchen. Und da ist eine Kohle. Okay, dann kommen wir zum Ausgang. Jawohl, dann gehen wir hier noch da rein. Hauen das schon wieder. Speerwerfer. Was seid ihr denn? Imame oder was hier? Dämonen-Imame? Rick, der spektrale Anführer. Warte mal, hier vorhin ist schon mal einer irgendwie Rick. Oder gibt es hier mehr? Ring, ein Ring der Macht verbreitet Pestilenz und Verfall. Damit kann ich stinken. Hört sich ganz so noch an. Hm?
So, wo haben wir denn die Münze noch liegen lassen? Wenn die hier schon in der Nähe ist, da unten. Ja, Level abgeschlossen. Nein! Er fehlt mir noch ein bisschen was auf diesen Vogel. Auf den wütenden Vogel. Inhalt des Kessels kaufen. Ja, das brauche ich eigentlich noch nicht. Magische Karten. Ja, wir gehen mal in die Stadt. Please state the nature of the medical. Oh, missed me already. Nee, den Kessel brauchen wir nicht. Sighting a demon is grim news indeed, as such creatures cannot travel far from their infernal circles. Hordes of demons roaming free in the dungeons under the cathedral can only mean one thing. The tunnels go much deeper than we ever thought. They must reach hell itself. If that is the case, it is inevitable that the darkness will spread, eventually reaching the surface. Physical forms of demons vary greatly and come in all shapes and sizes. They feed on fear and human weakness. Just like our fortune-telling friend. Ja. Boshafter kleiner Dämon, der es liebt, mit Menschen zu spielen und ihnen die Augen auszustechen. Entledigt euch ihrer schnell, da sie von Natur aus feige sind und sich zurückziehen, sobald sie verwundet sind. Wie seine gefallenen Brüder liebt dieser kleine Dämon Unfug und Tod, nur steht dieser in Flammen. So, da haben wir noch was. Schlecksoldat. Schlengsoldat? Was? Ich habe keine Ahnung. Diese dämonische Schlange kriecht durch die dunkelsten Ecken. Formidabler Gegner für einen unvorbereiteten Abenteurer. Okay. Boah. Haben wir da jetzt alles aufgedeckt? Die identifizieren wir mal. No, I can see your future is very grim. Was können wir denn da noch machen? Das war die hier schon wieder, ne? Ja. Den Flegel habe ich ja noch gar nicht angelegt. Den mächtigen Schlag kann ich upgraden. Macht dann 5 Schaden, Schuss auf Bedeutung 75, Schockwelle wirft Gegner. Zerschmettert brennende Herzen mit einem einzigen Treffer. Zerschmettert gefrorene Herzen mit einem einzigen Treffer. Abklingzeit 4. Das klingt eigentlich ziemlich gut. Das Mana-Modell brauchen wir nicht. Ich glaube, das Upgrade machen wir hier mal. Was brauchen wir noch gleich? So. Ja, kostet halt ein bisschen was, ne? 10.000, aber. Ja, komm. Animation. Was ist das? Runen verschmelzen. Karten auf maximalen. Ah, das ist. Die ist schon auf maximalen Level jetzt da. Okay. Oh, missed me already? Was kostet denn der Spaß? Na ja, komm, dann packen wir den noch ein hier. Na komm, mach hin. 4000. Nee, hat sich jetzt nicht so gelohnt. Okay. Gut, dann soll es das für den Moment gewesen sein. Wie ihr gesehen habt, wir nähern uns dem zweiten Boss so allmählich. Und ich denke mal, dass er beim nächsten, alles spätestens übernächsten Mal fällig ist. In diesem Sinne würde ich mir wünschen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und ja, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Book of Demons bei Alles, was ich verkommentiert. Ich wünsche euch noch was, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.